Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Wir wollen mal ganz kurz hier wieder meine Maus aufs Bild kriegen. Zum Startpunkt der zum Widerstand. Ja, genau hier wollen wir hin. Wo ist denn jetzt das Schlachtfeld, was ich hier direkt rechts irgendwo? Wie war Ihre Galaxie, Sotrak? Aus der Distanz betrachtet, genau wie diese hier. Riesige Felsen, die durchs Nichts treiben. Und wenn man genauer hinsieht? Aliens, die sich ohne vernünftigen Grund gegenseitig umbringen. Also wirklich genau wie hier. Wir haben die Schlechter bis hierher verfolgt, in dem Wissen, dass sie uns erwarten würden. Der Hinterhalt der Cat war keine Überraschung, aber unser Zorn war größer, als sie verkraften konnten. Wir haben über die Hälfte ihrer verbliebenen Soldaten getötet, bis der Anführer und sein Leibwache die Flucht antraben. Der Feind wird nicht weit kommen, dafür werden wir sorgen. Wir schulden es den Familien von Dar Hellast, meiner Freundin Maya und den treuen Streitern, die hier gefallen sind. Vielleicht wird niemand diese Nachricht finden, aber falls unsere Zelle das letzte Gefecht nicht überstehen sollte, dann muss jemand erfahren, was passiert ist und warum. Alle sollen sich an die Helden des Widerstands erinnern, die ihr Leben gaben, um diesen Kampf zu gewinnen. Latavor, Noaga, was auch immer. Wir werden ihren Namen auf unseren Lippen tragen und dafür sorgen, dass sie das letzte sind, was unsere Feinde hören. Okay. Und jetzt muss ich leider gestehen, wir fahren zurück, beziehungsweise wir teleportieren uns einfach mal direkt zurück. Weil wir anscheinend irgendwas Grundsätzliches in der ersten Basis vergessen haben. Scheinbar. Ich will diese Quest hier aktivieren. Ist das der Planet? Gut, mit allem, was sich darauf befindet? Geben Sie sich zum Eintritt. Unwahrscheinlich. Sie kommen nicht so nah ans Lager. Pathfinder, Sie wurden mir bereits angekündigt. Davia Kaas, leitender Geheimdienstoffizier. Ich soll Sie über Volt informieren. Haben Sie Fragen zu dem Planeten? Nur zu. Wie will der Widerstand diesen Krieg gewinnen? Wir haben nicht genug Truppen, um einen planetenweiten Krieg zu führen. Unsere einzige Hoffnung ist ein entscheidender strategischer Angriff. Das Zentrum sämtlicher Cat-Operationen auf Volt liegt jenseits des Tals. Wenn wir ihre Einsatzzentrale zerstören, wird sie das schwächen. Zumindest hoffen wir das. Ist das eine Karte von Volt? Eine lebende Karte, ja. Alle Regionen des Planeten sind abgebildet. Sobald wir Informationen von unseren Spähern und Kontakten erhalten, wird sie in Echtzeit aktualisiert. Sie können die nächstgelegenen Dara sehen, Ijara und Techiks, sowie Jani Ik, die archäologische Ausgrabungsstätte, die Cat besetzt halten. Die hellen Punkte auf der Karte, sind das Städte? Städte, die von den Cat belagert werden, ja. Die größte, Estraya, war unsere Hauptstadt. War? Es ist schwer, sich eine Stadt als Hauptstadt vorzustellen, wenn sie nur ein Labyrinth leerer Straßen und ausgebrannter Gebäude ist. Aber Gebäude können wieder aufgebaut werden. Wir sind mehr als nur unsere Städte. Erzählen Sie mir mehr über Estraya. Die Cat konzentrieren ihre Angriffe in letzter Zeit vor allem auf sie. Sie denken, sie könnten uns brechen, indem sie unsere Mauern niederreißen. Sie haben erkannt, dass wir bis zum Tod kämpfen. Dabei wäre es ihnen lieber, wenn wir uns ergeben. Also zerstören sie unsere Dara, unsere Häuser. Sie treiben uns in die Kälte hinaus und erwarten, dass wir aufgeben. Sie unterschätzen die Angara. Sie haben das Wort Dar benutzt. Was bedeutet es? Wörtlich übersetzt heißt es Felsfundament. Ein Dar,
ist kleiner als eine Stadt, aber größer als eine Siedlung. Es gibt hier draußen mehrere davon. Angara, die in Dara leben, haben eine Kampfausbildung und sind zu allem bereit. Das müssen sie wohl auch sein. Sie sind stolz darauf, dass sie sich selbst verteidigen, aber die Cats sind in letzter Zeit mutiger geworden. Die Dara sind ihr neues Ziel. Wir mussten unsere Taktik ändern, um sie zu beschützen. Mehr Patrouillen für die Dara bedeutet weniger Angriffe auf Cat-Lager. Das wissen die Cat und sie benutzen es gegen uns. Ein paar Schatzsucher haben diese Karte vom alten Vault gefunden. Sie wollten, dass sie sie bekommen. Wir dachten, wir hätten sie verloren, als der Dar niederbrannte. Diese Details. Mit dieser Karte könnten wir Angriffe über alte Handelsrouten planen, die nicht einmal die Cat kennen. Wer immer ihnen das gegeben hat, verdient unseren Dank. Und sie auch. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. So, was soll ich? Hier sind noch weitere Quests. Bin ich hier nur... Einfach so ein Gefühl, dass man... Hallo, Anna. Ich habe ihre Unterhaltung zufällig mitbekommen. Hast du? Oh, jetzt hast du auch noch Ryder in diesen Irrsinn reingezogen. Wir müssen uns auf die Rettung der Moschai konzentrieren, Hannah. Nicht auf irgendeine vage Hoffnung. Rabar, ich weiß, dass Michelle noch am Leben ist. Hannah, warum sind Sie so überzeugt davon, dass Ihre Freundin noch lebt? Weil Michelle unsere beste Saboteurin ist. Sie weiß, wie sie sich schützen muss. Wir wollten ein Waffendepot der Cat zerstören, aber die Zünder hatten eine Fehlfunktion. Michelle musste die Sprengung deshalb manuell auslösen. Ja, und das heißt, sie war mitten in einer Explosion, die noch bis hinter die Hügel zu sehen war. Aber Michelle kennt sich mit Sprengstoffen besser aus als jeder andere. Sie wird genau gewusst haben, wo sie Deckung findet. Wenn ihre Freundin so gut ist, wie sie behaupten, könnte sie tatsächlich überlebt haben. Vielen Dank. Das sage ich schon die ganze Zeit, aber niemand außer Ihnen hat mir geglaubt. Selbst wenn ich dir glauben würde. Anik wird uns niemals erlauben, nach ihr zu suchen. Wir werden woanders gebraucht. Ich könnte mich da draußen mal umsehen. Würden Sie das tun? Dem Himmel sei Dank. Ich habe den NAV-Punkt. Ich hoffe nur, die Daten sind kompatibel mit Ihrem, Gerät. Und egal, was Sie finden, bitte sagen Sie es mir. Ich will einfach nur die Wahrheit wissen. Okay. Dann bist du hoffentlich bereit für die Wahrheit. Es ist hier noch eine zweite Quest. Was ist das von dem Menschen? Wir brauchen irgendein Stimulant. Ja? Was ist? Sie sind dieses Alien, von dem alle über Funk reden, oder? Warum stehen Sie hier rum? Haben Sie nicht irgendwo anders zu tun? Ich bin Pathfinder Ryder von der Andromeda-Initiative. Wir kommen von... Ja, ganz toll. Sie kommen von weit her. Haben die Ärzte in Ihrer Heimat zufällig magische Heilkräfte? Nicht mehr als Sie, nein. Dann ist es mir im Moment herzlich egal, woher Sie kommen. Warten Sie da drüben. Dr. Harin, Ryder könnte uns vielleicht mit den Notfalllagern helfen. Was für Notfalllager? Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen jederzeit mit Cat-Angriffen rechnen. Und falls jemand verwundet wird, sollte er möglichst irgendwo in der Nähe ein Lager mit medizinischen Notfallvorräten vorfinden. Sie sind zwar kein Ersatz für eine vernünftige Behandlung, aber sie helfen einem so lange zu überleben, bis man sie erhält. Das Problem ist, dass die Lager im Moment leer sind. Wir sind unterbesetzt, weshalb noch niemand da draußen war, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Ah, ich erledige das. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe Ihnen so gut ich kann. Die Vorratskisten sind an der Wand dort drüben gestapelt. Informationen, wo die Lager zu finden sind, liegen Ihnen bei. Haben Sie ein Fahrzeug? Natürlich. Gut, machen Sie sich auf den Weg. Mr. Datenpad, Datenpad, Datenpad. Sie besagen alle dasselbe. Joel, bist du zu uns zurückgekommen? Nur vorübergehend. Dann sind das wohl diese Fremden, von denen ich so viel gehört habe.
Wissen Sie, wenn Joel nicht wäre, würde ich sie vielleicht töten. Das ist meine Freundin Maisie. Sie hilft bei der Versorgung des Widerstands. Das ist hier draußen bestimmt nicht leicht. Joel ist der Mutige von uns. Viel Glück und passen. Passen. Das sind die medizinischen Notfallvorräte, von denen der Doktor gesprochen hat. Wir müssen sie in die Lager bringen. Sam, hast du die Positionsdaten gespeichert? Natürlich, Pathfinder. So, aber das ändert immer noch nichts daran, dass ich... Okay. Das ist ganz woanders. Noch mit jemandem sprechen muss. Sieht gut aus, Team Edward Heath. Alles in Ordnung. Jetzt ist die Frage, wo? Okay. Was will mir das G denn? Oh. 100 Forschungsdaten, danke dafür. Wo kann ich denn jetzt hier mit demjenigen reden, mit dem ich eigentlich reden soll? Dir? Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. I don't get it. Treffen Sie sich vor der Basis der Widerstands auf dem Planeten mit der Zelle. Ich check's nicht. Gosh, Widerstandsbasis. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Wie geht's deiner Schwester? Ich check's nicht. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Immer noch Albträume? Das tut mir leid. Wir können nichts tun, außer für sie da. Schau mal, Ryder ist wieder da. Was brauchen Sie? Dann will ich sie... Ich check's nicht. Ich verstehe nicht, wo ich... da rein. Jetzt muss ich da nicht mehr rein. Die Temperaturen liegen unter dem Gift. Ich check's nicht. Ich versteh's nicht. Ich versteh's halt wirklich nicht. Okay. I don't get it. Wir suchen nach der Saboteurin. Ich versteh's nicht. Ich weiß nicht genau, was die will, wo ich hin will. Wo ist mein Nomad? Da ist mein Nomad. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Hauptquest vorantreiben soll. Das ist ernsthaft nicht. Cat-Lager habe ich bestimmt schon ausgeschaltet, oder? Ich empfange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Hier waren wir schon. Ja, wir waren schon in der Höhle. Ich weiß, worum es hier geht. Da waren aber zwei Türen, die ich nicht aufbekommen habe. Städte voraus, Pathfinder. Sie könnte über Verteidigungsmaßnahmen verfügen. Pathfinder, wir nähern uns dem Waffendepot der Kette, das der Widerstand zerstört hat. Okay, danke. Dann suchen wir mal nach Hinweisen auf Hanas Freundin. Irgendwelche Lebenszeichen, Sam? Nein. Ich registriere jedoch eine schwache Energiesignatur, die von einem Generator stammen könnte. Das könnte die Notstromversorgung sein. Das ist eine Ruine. Hier kann es keine Überlebenden geben. Ich hab was gehört. Da drüben ist irgendwas. Oder irgendwer. Ach, und jetzt kann ich die... Wow, ihr seid so lächerlich. Jetzt kann ich die Tür... Aber ich war hier schon. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Ich war hier schon. Das finde ich jetzt ziemlich lächerlich, muss ich sagen. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs.
Weil jetzt auf einmal kann ich die Dinger aufmachen, das ist Schwachsinn. Da rührt sich nichts, aber das war ja zu erwarten. Falls die Elektronik noch intakt ist, könnten wir die Energieversorgung wiederherstellen und uns so Zugang verschaffen. Hacken wir die Konsole. Das war's. Da ist doch irgendwas. Wer sind Sie? Sind Sie hier, um nach mir zu suchen? Hat Hannah Sie geschickt? Dieses törichte Mädchen. Sie weiß einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzugeben. Hannah war sicher, dass Sie die Explosion überlebt haben. Aber wie haben Sie das geschafft? Ich konnte ihr nicht entkommen, also habe ich mir eine verstärkte Wand gesucht und mich mit einem Kraftfeld geschützt. Ich wäre beinahe ausgebrannt. Aber ich hatte keine Wahl. Die einzige Alternative war der Tod. Beende es. Schmerzen. Beende es. Das ist alles, was er sagt. Nichts anderes. Ich habe ihn verbrannt, geschnitten, durchbohrt. Aber er will mir einfach nicht verraten, wo sie sind. Sie haben diese Person gefoltert? Er ist keine Person. Er ist ein Cat. Sie haben meine Familie entführt. Wir müssen hier weg. Sie können nicht klar denken. Ich kann hier nicht weg. Das ist meine einzige Chance, mit diesen Dingern zu reden. Meine Familie zu finden. Wenn ich gehe, lasse ich sie im Stich. Ich kann nicht. Es tut mir leid, aber Sie sind fort. Nein! Sie haben Freunde, die auf Sie warten. Leute, denen Sie etwas bedeuten. Hier draußen werden Sie sterben. Wie konnten Sie das nur tun? Er hätte es mir verraten können. Ich hätte Sie wiederfinden können. Gehen Sie nach Hause, Michelle. In Ordnung. Ich werde die Basis anfunken und den Widerstand über meine Position informieren. Okay, sie wird mich auf ewig hassen. Aber I don't give a fuck. Wenn die hier irgendwen rumfoltert, im Krieg wird auch nicht gefoltert hier. Also doch wird es, aber haben hier keine Foltern stattzufinden. Ich bin da nicht für. Und vor allen Dingen, irgendeinen Soldaten der Cat zu gefangen zu nehmen, um zu sagen, hey, wo sind meine Eltern? Als ob der das wirklich weiß. Als ob er das wirklich weiß. Das ist Schwachsinn. Also, Mädel. Erlöse ihn von seinem Leid. Das habe ich übrigens gerade übernommen. Aber so ist es nochmal. Wir wollen mal ganz kurz mal gucken, ob die jetzt auch sauer auf uns sind. Ich bin gespannt. Kann sehr gut sein, dass die jetzt auch sauer auf uns sind. Solange ich Erfahrungspunkte bekomme, ist mir das aber egal, ob die sauer sind oder nicht. Michelle hat sich gerade gemeldet. Anjik hat ein Team losgeschickt, um sie abzuholen. Sie schien aufgewühlt zu sein, aber ich nehme an, das ist normal, wenn man unter einem Haufen Trümmer gefangen ist. Ich bin so froh, dass sie noch lebt. Mögen sie immer klaren Himmel haben, Ryder. Okay, ich sag ihr gar nicht die Wahrheit. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Bleibt das mit der Quest da oben jetzt? Oder was soll das jetzt sein? Vielleicht noch. Apropos, müsste ich nicht eigentlich schon längst wieder 5 Punkte nur? Kampfwerkzeuge. Was haben wir hier? Radius beim. Achso, Radius. Nahkampfbonus pro Treffer. Plus 100% Schwebedauer.
Sehr geil. Jetzt muss ich wissen, will ich das oder will ich das? Das wird das nächste, was ich haben will. Moment, hat er das jetzt bestätigt oder nicht? Hat er nicht. Oder nicht. Hat er nicht. Okay. Ja, können wir die Schwebedauer ein bisschen erhöhen? Finde ich auch nett. Obwohl ich die meist eh nicht ganz bis zum Ende durchziehe. Aber was soll's. Jetzt haben wir. Ich weiß immer noch nicht, was das hier mit den Quests soll, muss ich gestehen. Sich mit dem Widerstand treffen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier aber noch weitere Sachen. Medizinische Vorräte deponieren beispielsweise. Die können wir hier sogar sehr gut machen. Einer davon ist nämlich quasi direkt neben meinem Schnellreisepunkt. Das ist doch ganz nett und freundlich an sich. Den einen legen wir noch ab, gucken, ob es funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann werden wir beim nächsten Mal die Ich restlichen. registriere Temperaturen unter dem normalen Wert. Lebenserhaltung ist stattfindend. Ich weiß gerade noch nicht genau, was ich hier gerade tue. Was ist das? Ich hoffe doch, dass es das war. Dann rennen wir nochmal. Schnellreise während des Kampfes deaktiviert. Warum sind wir denn noch in dem Kampf? Wir sind immer noch in dem Kampf, okay. Sind wir irgendwie immer noch in einem Kampf? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Aber achso, vielleicht weil ich mit Waffen anhabe. Ich kann immer noch nicht. Irgendwer scheint noch mit mir kämpfen zu wollen. Das ist jetzt relativ uncool finde. Aber da ist mein Außenposten. Dann gehe ich eben zu Fuß zu meinem Außenposten, also zu meinem. Dann sollte ich ja wenigstens sicher sein. Nehme ich mal stark an. Gut. Damit sage ich bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.